Nichts? Oh, shit! Oh, 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 oh. Oh. Eterner Gärtner? Jetzt muss ich gegen Gärtner kämpfen? Oh, ich muss gucken, ob ich irgendwelche Schriftrollen habe. Moment. Leben 5 Sekunden. Das will ich mir nur für die richtig schwierigen Gegner aufbewahren. Oh, schwer. Oh, ich habe noch so viele Kapseln und Feuerfunken und so lauter so Kram. Oh, man. Ich probiere es erstmal so. Ah, komm. Das wirst du bereuen. Oh, shit, jetzt holen sie die Zauber raus. Ich muss im Nahkampf bleiben. Um die Chance zu erhöhen, dass sie Nahkampfangriffe ausführen. Klappt leider nicht immer. Oh, shit. Oh, ausgewichen, yes. Komm, ich krieg dich. Ah, die sind alle Stufe 45, kann das sein? Na komm jetzt! Stufe 55, boah! Und ich spiele noch auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, das vergesse ich immer wieder. Mann, oh Mann! Eterner Streitkolben. Gewand des Erzmagiers, boah! Okay, lass mich kurz was sehen hier in dem Raum, bitte. Ich kann mittlerweile so viel tragen, wisst ihr was? Ich habe zwar in den letzten Aufnahmen immer viel liegen lassen, aber ich glaube, ich gucke einfach nicht mehr so groß jetzt hier auf das Gewicht zu Wertverhältnis, so wie ich es am Anfang immer gemacht habe. Weil, wie gesagt, für all diejenigen, die es schon wieder vergessen oder überhört haben, ich möchte meine Kohle und Asche dann später im Südreich verdienen, da sollte es genügend Möglichkeiten geben. Könnte auch sein, dass ich die Informationen nur in den Kommentaren mitgeteilt habe letztens. Also jetzt nochmal offiziell, ich werde dann im Südreich Geld verdienen gehen. Mal sieht das hier cool aus. Und an die von euch, die auch irgendwann mal mir gesagt haben, hey Stone, wieso wechselst du die Fackel so oft? Lass die doch einfach die ganze Zeit draußen. Ist zwar schon 30 Episoden her, aber wurde mir auch gesagt, das mache ich, um besser das Originallicht hier genießen zu können. Immer wieder mal zwischendrin und nicht die ganze Zeit, weil wenn ich das hier ausrüste, dann ist halt alles weiß um mich rum. Und wenn ich das nicht ausrüste, sieht man noch so einen leichten lilanen Schimmer da hinten. In der dunklen Ecke des Ganges. Und hier die Beleuchtung des Raumes kommt einfach viel besser zum Vorschein. Wenn es natürlich einfach nur so stockfinster ist, so wie hier, dann gehe ich auf Nummer sicher. So, vorsichtig, vorsichtig. Diese Nexus-Hallen, also. Jetzt tarne ich mich, also versuche einfach vorsichtiger zu sein. Da sind noch mehr Gärtner. Ja, okay. Der wird mich sofort sehen wahrscheinlich. Ja. Oh! Komm her. Okay, ich habe ihn gelähmt, wie es aussieht. Nein, Finger weg. Hey! Ja! Das ist echt gefährlich, wenn man so große Ausholattacken macht. Weil während ich die mache, dann habe ich gar keine Chance mehr, irgendwie noch auszuweichen. Weil dann muss ich zu Ende schwingen. Und bei den Gegnern, die so viel Schaden machen, ist das echt riskant. Ich stecke zuerst mal die Waffe weg, weil ohne Waffe kann ich schneller voranstürmen. Und bevor ich hier irgendwelche Pflanzen loote, wollen wir mal versuchen, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Die Gärtner haben bestimmt diese ganzen Mana-Blüten hier gepflanzt und bauen sie an. Aber warum? Zu welchem Zweck? Laut dem Schreiben haben die sich ja... Da ist der Nächste. Haben sie sich mit magischer Intelligenz befasst? Haben sie das vielleicht hier erforscht? Und brauchen sie die Pflanzen dazu? Nein!
Feuer gegen Eis. Das war dein letzter Fehler. Hey, ja. Alter! Ha! Okay, okay. Gut, ich muss echt aufhören, diese Dinger mitzunehmen. Diese Kolben füllen mein Inventar schneller auf als erwartet, weil die 30 Steine wiegen pro Stück. So, ich denke, der hintere Bereich sollte jetzt hier clear sein, zum ein bisschen Pflänzchen looten. Soweit ich nämlich noch weiß, hat diese Mana-Blüte eigentlich einen ziemlich brauchbaren Effekt gehabt, den ich in Tränke verwandeln kann dann. Erstmal nehmen wir die Eispranke. Wie viel Glück haben wir derzeit? 47. Oh, nice. Bada, bada. Und 49. Damit wäre ich ohne... Also ich habe schon ein paar Punkte in Glück gesetzt bisher. Aber sonst habe ich wirklich mein Ziel jetzt schon fast erreicht. Das ist ausgezeichnet. Habe ich die ersten Punkte in Glück wahrscheinlich sogar ein bisschen verschwendet. Aber ich hätte nicht erwartet, dass ich so viele Glückspflanzen finden würde. 19 Pflanzen habe ich schon gefunden. Crazy. Feuersalze, Magietränke, okay. Oh, Großmeisterzeug, nice. Ich glaube, ich habe bisher nur Meistersachen gehabt. Kein Großmeister-Kram. So, Mana-Blüte, wo seid ihr? Bin ich blind? Was loote ich denn überhaupt? Nichts gefunden. Ach, Ambrosia kommt da raus. Lebensenergie wiederherstellen, oh, nice. Wisst ihr was? Dann werde ich doch mal hier so ein bisschen looten. Weil dann können wir uns richtig viele gute Heiltränke damit machen. Und so sehr, wie ich hier auf die Mütze kriege. Puh, vielleicht werde ich das brauchen. Schaut mal, wir haben jetzt hier gerade eben Mörserstößel. Wir haben Alchemiezeug auf dem Tisch da gefunden, auf dem Altar. Und wenn es noch richtig knapp werden sollte hier später, dann werde ich direkt aus den Zutaten, die ich hier einsammeln kann, mir Tränke brauen können. Ihr habt ja gesehen, in einem richtig schwierigen Kampf trinke ich 5, 6, 7 Tränke, also das wird richtig brutal. Und dann brauche ich wirklich jede Zutat, die ich kriegen kann. Na, vorsichtig, was haben wir hier? Anhänger der Wucht. 25 Leben, 5 Stärke, ist okay. Hier ist sicherlich noch irgendwo... Aller guten Dinge sind 3? Nein? Nichts? Boah, dieser Raum sieht so brutal. Einerseits auf jeden Fall stimmig und einerseits creepy, andererseits wunderschön, so richtig mit diesen Nebelschwaden und das lilane Licht, was theoretisch auch aus diesen Mana-Blüten ausdampfen könnte. Boah, krass. Ich mach mal trotzdem mal hier jetzt die Fackel an. Einfach nur zum Loot einsammeln, dass wir eventuell noch irgendeine Kiste hier irgendwo sehen könnten. Wenn wir schon mal angefangen haben, alles zu looten, dann wollen wir doch auch mal ordentlich sein und unseren Job hier auch zu Ende bringen. Sieht ja doof aus, wenn wir eine einzige Mana-Blüte übrig lassen. Die Meisterblüte! Oh, oder weißt du was? Ich lasse eine da stecken. Erstens, es ist was Besonderes. Es ist die Meisterblüte. Sie hat meine Ernteaktion überlebt. Und andererseits, ich weiß, dass es einige Leute von euch voll wahnsinnig machen wird, wenn sie sehen... Oh mein Gott, Stone, wie kannst du eine einzige Blüte im Raum übrig lassen? Das macht mich verrückt! Allein deswegen ist es mir schon wert. Okay. Das sieht aus wieder wie ein Erzmagier. Wir müssen vorsichtig sein, das hat hier echt in sich. Moment. Erstens, schaut mal, wie viel Schutz wir haben. Nur noch 66. Meine Ausrüstung hat ordentlich Schaden genommen und ich will echt auf 74 sein. Auch wenn das eigentlich nur Nahkampfschaden ist. Ich muss echt mal mir einen kleinen Plan hier zurechtlegen. Magie widerstehen 10%, das ist sehr gut. Feuerschild und Frostschild habe ich hiermit, das ist auch sehr gut. Habe ich hier noch irgendwas anderes, was mir Resistenzen gibt? Nee, ne? Ich habe nämlich leider keine Ausrüstung.
Go. Ah. Was zum Teufel machst du? Oh Gott, da ist er. Oh, the damage. Oh Gott, the damage. Heiltränke. Oh Gott, was hat der für eine Waffe? Das sieht aus wie eine Axt. Oh mein Gott, wie die Axt mir gehören. Gib das her. Holy. Okay. Nein, ich stand voll drin. Oh Gott. Shit. Oh, er hat mich verlangsamt. Ja. Gib mir diese Waffe. Ah, oh, Kacke. Oh nein, er hat mich gelähmt. Ich muss unbedingt ein paar Tränke hier schlucken. Steh auf, Sana. Oh mein Gott, ist die Lähmung lang. Komm. Not again. Oh, der Abstand zu ihm war zu kurz. Ich hatte nicht genug Zeit auszuweichen. Komm. Ja. Komm. Wo sind meine anderen Tränke? Nervengift. Her damit. Yes. Gelähmt. Sucker. Die on the ground. Okay. Oh, das ist Archechurus. Der Typ, der die Nachricht geschrieben hat. Was für eine Stufe war der Mann. 65 mit 1300 Leben. Oh, damn. Okay, was hast du für eine Axt, Alter? Magier schlechter, der 97. Wow. Oh, liebe Jesus. Was ist das denn? Das ist ja genauso gut oder sogar besser als die Waffen, die wir gesehen haben beim Händler. Wow. Fett, Mann. Wie geil ist das denn? Beinschienen des Erzmagiers. Magie widerstehen, Magika festigen, Zerstörung. Oh, geil. Stiefel der Trümmer, schwere Rüstung sogar. Oh. Schwertkampf, lame. Lähmung widerstehen, lame. Blocken, tue ich eh nicht oft. Konstitution, nah. Sieht aber geil aus hier in der Vorschau. Boah. Alter, lass mal die Waffe reparieren. Ach du Kacke, was für ein geiles Teil. So, was kannst du? Oh, shit. Sogar Magika absorbieren. Deswegen heißt das Ding auch Magier schlechter. Ich kann damit mir sogar Mana machen, wenn ich zuhaue. Und Lebensenergie absorbieren auch noch. 137 Schaden. What the hell is going on here? Boah, Alter. Boah. Boah, yes. Das Schöne ist, ich behalte ja noch meine Werte hier. Stärke und Schaden reflektieren, weil der Schild ausgerüstet bleibt. Ich kann nur nicht mehr mit dem Ding blocken. Geil. Wie sehen die Stiefel aus? More badass. Diese Stacheln sehen geil aus. Diese Textur hier, diese braune, ist ein bisschen fragwürdig. Aber boah, sehen die geil aus. Sind das besser? Also... Hat auf jeden Fall mehr Rüstung, 12 statt 9. Schnelligkeit, darauf kann ich auch verzichten. Konstitution für... Oh, was bringt mir mehr? Gute Frage. Warte mal, wie viel Leben habe ich jetzt? 477 insgesamt. Und mit den Stiefeln... 497. Wow, 20 mehr? Really? Die bringen mir doch 20 Lebensenergie. 5 Konstitution, das muss mir doch irgendwas bringen. Ach! Die Stiefel hier bringen 20 Lebenspunkte und 5 Konstitution. Ah, nee, ich glaube, dann behalte ich lieber das Leben, weil... 3 Rüstpunkte sind jetzt hier nicht die Welt. Boah, Rolle der Stärke, größerer Seelenstein. Holy, wow, WTF. Neuer Speicherstand, sofort richtig speichern. Das Dunkel zwischen den Bäumen. Ist das hier auf die Ruine bezogen? Das hört sich wieder nach irgendetwas anderem an. Oh mein Gott, ey. Guck mal, wie schnell das zuhauen kann, wie eine ganz normale Zweihandwaffe. Und wie wenig Ausdauer das abzieht. Ah, das liegt bestimmt daran, dass ich meine letzten Level-Ups
345 Ausdauer, nice. So viel auf Willenskraft immer wieder und immer wieder draufgegangen bin, sodass ich mehr Ausdauer habe und nicht mehr so viel abgezogen wird. Boah, wenn ich jemanden damit haue, dann köpfe ich die Person. Yes, zieht euch das rein. Ist das geil, ich kann es noch gar nicht fassen, ey. Boah, was für ein brutales Teil. So viel zum Thema Stone, du musst mehr Geld verdienen, um dir beim Händler die Waffen zu kaufen. Yeah, right. Ich habe jetzt schon etwas, was garantiert genauso gut ist oder wenn, dann nur ein, zwei Schadenspunkte schlechter. Oder sogar besser vielleicht. Brutal das Ding, wow. Okay, eine Legende aus dem Faltrintal. 20 Seiten, Jesus. Nehme ich einfach mal mit. Ich habe ja die Liste von Freezy, was für Bücher interessant wären, storymäßig noch für uns. Ich glaube, das Dunkel zwischen den Bäumen war nicht dabei, werden wir dann aber sehen. Muss ich nochmal nachschauen. Das Planetarium, aha. Oh, 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 amazing. Woo. Oh, so, let's test it, guys. Komm schon. Oh, das ist mehr. Oh, oh Gott. Diese Flammenelementare machen mehr Schaden als erwartet. Ich dachte zuerst, ja, vielleicht sind das normale Flammen, Flammenelementare. Nope. Gott, das sind so viele und die haben alle so ein hohes Level. Ich versuche mal meinen Frost. Oh nein, noch nicht zaubern. Oh, erstmal heilen, erstmal heilen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte, wir hätten es schon geschafft, aber noch nicht ganz. Komm. Das sind 3 Stück. Boah. Immer noch keinen getroffen. Hört mal auf, euch zu bewegen. Okay, komm her. Du Sackmann. Oh shit, jetzt kommen alle. Oh Gott. Oh mein Gott. Wie soll ich das denn schaffen? Die machen so brutal viel Schaden. Ich habe zwar eine geile Waffe, aber die haben so viel Leben und machen so viel Schaden. Ihr habt ja gesehen, was für ein Level die ganzen Viecher sind. Oh Gott, okay, lasst mich nachdenken. Was können wir hier gegen diese Kerle? Ich kann Nervengift auf meinen Teil hier drauf machen. Wo ist mein Flammen... nicht Reflektierung, Feuer widerstehen. 30% Feuer widerstehen. Okay. Ich hau mir jetzt einen Feinen rein und pack Standardtränke, damit ich... So, den hier hatte ich vorhin extra gelähmt. Ja! Okay, okay. Folgendes, wir müssen schnell halten. Mein Feuerresistenztrank hält noch. Ich bin gerade nicht im Kampf, deswegen würde ich sagen, um unseren Schaden und Schutz zu effizientisieren. So, speichern, raus da. Meine Ausdauer ist viel zu niedrig, deswegen machen wir Folgendes. Pass auf. Ausdauer wiederherstellen drauf. Noch einen Standard-Genesungstrank. Okay, komm her. Sehr gut. Okay, shit. Gleiche Taktik wie gerade eben. Gift. Wo ist mein Gift? Hier. Einmal. Okay, und dann kloppen wir den down. Oh, shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. The damage. Oh, mein... Damn it. Mein Flammenwiderstehen ist auch weg.
Es war mein letzter Feuerwiderstehen-Zauber, weil ich den, ich hab den draußen benutzt. Frostschild, Frostwiderstehen, Arkantrank, nein, nein, nein. Komm schon, ich muss doch hier noch einen Feuerschildtrank haben oder so etwas. Schockschild, ja? Oder habe ich das wirklich alles... Oh, ich habe, glaube ich, das alles beim Wächter versemmelt. Ah. Dammit, okay. Ich brauche auf jeden Fall, ich brauche ein Elixier, dann schmeiße ich mir noch Standardtränke rein und wir müssen das so probieren. Jetzt du. So, okay. In dieser Situation, meine Freunde, bringen mir Zauber leider nicht viel, weil ich muss schnell viel Schaden machen und mit Zaubern, Zauber sind zwar effektiv, wenn ich aus der Ferne kämpfe, aber wenn es solche Gegner sind, die so brutal viel Schaden machen, kann ich mit Zaubern so gut wie nichts ausrichten. Ihr habt ja gesehen, wie wenig Schaden ich mache. Ich muss mich mehr darauf konzentrieren, meine Skills anders anzuwenden. Okay, weiter, weiter, weiter. Okay, ich habe wieder am Hintern. Mist. Ach, die haben auf... Mhm, okay. Das habe ich eben erst bemerkt. Ihr Zauber ist auf Berühren. Das heißt, wenn ich sie kite, müsste ich klarkommen. Stufe 50 mit 1000 Leben. Oh Gott. Und ich spiele wieder mal auf sehr schwer. Aber das wollte ich jetzt nicht machen, weil erstens wäre ein bisschen blöd, die ganze Zeit da im Kreis zu rennen und ein bisschen lächerlich. Aber hier konnte ich auch nicht zurückrennen und sie hinter mir herziehen. Weil hier die ganze Menge an anderen Viechern stand. Gott, was für ein Leuchten. Sieht das hier crazy awesome aus, wenn das mal nicht besonderes Design ist. Was ist das denn?